Okay, nachdem ich vorhin so dringend auf Toilette musste, werde ich jetzt gleich nochmal rausgehen und meine Mission erfüllen. Ich habe mich ja draußen ein bisschen umgeguckt und jetzt laufe ich gerade wieder nochmal raus. Ich muss gucken, dass es nicht zu spät wird. Ich muss ja morgen arbeiten und zwar in 11 Stunden geht's los. Da pflück ich mir doch mal noch schnell ein Löwenmäulchen. Guck, was hier noch so geht. Nee, da ist nichts mehr. Und ich hatte doch da hinten irgendwas liegen lassen. Ich glaube, den Frosch und den hole ich mir jetzt. Ich dachte, ich hätte ihn nicht hochnehmen können, konnte ich dann aber doch. Oh, die Glockenblumen sind noch nicht so weit. Na gut, dann suche ich jetzt mein Fröschlein. Da kann man angeln. Da ist mein Frosch. Fröschlein, ich komme. Hier. Den habe ich mir ja angesehen und jetzt schnapp ich ihn mir einfach wieder und nehme ihn wieder mit. Huch, ein Jogger um die Uhrzeit. Wow, mit Liegestütz, schick. Dann gehen wir mal dahin. Ich muss nämlich hier ums Haus. Nicht so weit weg. Ich sehe ja nichts, Mensch. Wo war denn dieses Teil? Hier. Ganz raffitückisch. Das hole ich mir jetzt auch wieder. Komm mal mit. Hier war doch noch der Pilz, aber ich denke, der Pilz ist noch nicht so weit. Na gut, jetzt gehen wir erstmal schön nach Hause. Ich muss nämlich noch ein bisschen schlafen. Ich gucke mal nach meinen Vitalfunktionen. Da geblieben. Ja. So richtig voll ist die Energie nicht. Da schlafe ich besser ein bisschen, dass ich dann nachher auch fit bin. Ich könnte noch ein bisschen ums Grundstück rum, aber vielleicht sollte ich mich jetzt echt mal pennen legen. Das Grundstück kann ich mir morgen auch immer noch anschauen. Schlafen ist jetzt wichtiger. Da war jetzt auch mal dringend nötig. Ah, hups, mein Radio, das sollte ich vielleicht ausmachen. Es gibt zwar Leute, die können dann pennen, aber muss ja nicht sein, ne? Ich habe mir überlegt, ich pimp mal meine Küche auf. Ich glaube, ich muss noch nicht zur Arbeit. Da, ich habe noch 3 Stunden. Und zwar ist das so, dass man hier im Baumodus so eine Farbpalette hat, so ein Design-Tool. Und damit kann ich jetzt was pimpen. Hier zum Beispiel meinen Kühlschrank. Den könnte ich grün machen. Genauso wie mein Herd. Das ist ein bisschen anderes Grün, aber naja, was soll's. Jetzt drehen wir uns mal und schauen uns das mal von hier an. Jetzt kann ich hier diese einzelnen Schränke aufpimpen. Dann nehme ich doch mal so ein schönes Pink. Super, den kann ich auch gleich mitmachen. Der Herd geht nicht. Da kriege ich auch gleich gemeckert, weil ich dieses Tool an der Wand nicht benutzen kann. So, jetzt habe ich die Küche mal ein bisschen aufgepimpt, dass das nicht so trostlos aussieht hier. Gut. Dann kann man auch noch andere Sachen anmalen oder die Farbe ändern, wenn man möchte. Hier, das könnten wir in so einem schicken Grün machen. Nee. Oh, oder in einem edlen Schwarz. Auch nicht schlecht. Dann möchte ich aber auch eine schwarze Toilette. Grün, naja. Dann lieber schwarz. Finde ich sehr schick. Oi, und die Dusche? Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Wow, eine schwarze Dusche. Das ist doch edel. Mir gefällt's jedenfalls. Und das Sofa? Ha! Ein pinknes Sofa. Wie, hier gibt's keine pinken Tische. Schämt euch. Nö, dann habe ich keine Lust mehr. Dann machen wir den Modus mal weg. Oh, was ist denn hier los? Ah, sie hat Hunger. Schnell! Was ganz schnelles Essen. Hops. Ach so, ich muss ja was aussuchen. Die Arme. Paar Chips. Ist zwar sau ungesund, aber was soll's. Na, ich habe noch 2 Stunden. Da hätte sie auch noch was Richtiges essen können. Oh nee, schon wieder Rückenschmerzen. Mann, so ein Ärger.
Das ist nicht gut für die Arbeit, weil ich meine, die hockt ja da wahrscheinlich den ganzen Tag. Ich krieg's ja nicht mit. Sie nimmt mich ja nicht mit auf die Arbeit. Ich muss ja hier rumwarten. Ich hoffe mal, dass das Essen reicht. Sonst muss ich ihr da noch irgendwas anderes verpassen. Jetzt hat sie auf jeden Fall diese Rückenschmerzen. Da, in der Stunde muss sie auf der Arbeit sein. Das mit dem Essen, das dürfte jetzt noch hinhauen. Alles gut. Was haben wir denn hier noch Schönes? Da eine Gruppenmahlzeit zubereiten und etwas Romantisches tun. Aber ich glaube, das mit dem Kochen, das verschieben wir lieber, weil sie jetzt nämlich weg muss. Da, 43 Minuten. Ich glaube nicht, dass sie das mit dem Kochen dann noch schafft. Dann soll sie jetzt einfach hier mal in Ruhe essen. Wunderbar. Ja, schön brav spülen. Na, gefällt dir das? Sieht gut aus. Ja, die Fenster könnte man natürlich auch noch pimpen in einer anderen Farbe. Aber das muss jetzt nicht sein. Oder hier die Lampe. Kann man auch sehr schön pimpen. Da, Farbe und Insi was? Farbe und Intensität einstellen ist ja cool. Alle Lichter und dieses Licht. Juhu. Ah, das sieht aus, als ob es ganz hell wäre. Und weißes Licht. Nö, das sieht eigentlich okay aus. Müssen wir nichts machen. Gut. Das ist ja mal interessant, dass das so voll gut eingestellt ist. Läuft mein Radio immer noch? Das kann ja wohl nicht sein. Jetzt mal aus hier. Wieso geht denn mein Radio nicht aus? Doch, sehr, sehr langsam. Da kam immer noch ein bisschen Musik raus. Jetzt musst du aber wirklich los. Zack, zack. Und raus mit dir. Geh du mal fein arbeiten. Ja, das mit dem Kreuzweh ist jetzt dumm gelaufen. Da musst du jetzt durch. Wie wäre es denn, wenn wir dir mal ein besseres Bett besorgen? Was steht denn da überhaupt? Nee, das Bett kann man nicht reparieren. Schade. Da weiß ich jetzt echt nicht, was wir machen können. Da können wir höchstens noch ein neues Bett kaufen. Wieso ist sie denn jetzt gerade happy? Oh, potenziell unbehagliche Konversation. Eva bemerkt, dass der nächste Kunde in der Chatschleife eine ehemalige Flamme von ihr ist. Oh. Und die Sache ist damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Soll sie den Chat starten oder so tun, als hätte sie nichts bemerkt? Starten. Ui, da ist schon eine Antwort. Zum Glück von Eva war die Beziehung nicht so einprägsam, wie sie gedacht hatte, oder wenigstens erkennt ihre Flamme ihren Nachnamen oder das Profilbild nicht. Eva erfüllt die Serviceanforderungen dieses Kunden und vermeidet eine unangenehme Konfrontation. Ja, hat sie doch clever gemacht. Was ist denn das hier überhaupt? Alle Benachrichtigungen automatisch erweitern? Nö, brauchen wir nicht. Wie sieht das denn hier mit dem Job aus? Ach, ich kann ja jetzt nicht draufklicken, weil die gute Eva ja unterwegs ist. Oh, introvertiert. Ich glaube, dann hat man irgendwie 24 Stunden mit keinem anderen Sim gequatscht oder so. Aber die war doch auf Arbeit. Naja, das zählt wahrscheinlich nicht. Müssen wir halt warten, bis sie wieder da ist. Ich habe da nämlich was entdeckt. Da kann man so Sachen sammeln. Jetzt müssen wir nur warten, bis Eva wieder zu Hause ist. Dann kann ich das Inventory nämlich erst wieder aufmachen. Bis 18 Uhr. Na, noch ein Stündchen. Die Zeit geht ja rasend schnell. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, was wir hier für eine hübsche Tür haben. Weil ich ja meistens hier so schwups alles wegmache. Naja. Ja, wenn Eva im Bad ist, finde ich das sonst doof, weil dann müsste ich ja voll so reinscrollen und dann sehe ich die eh nicht. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Hier im Inventory. Da ist hier so ein Diamant und da steht Haushaltssammlung. Und da steht, dass wir hier 4 von 13 Sammlungen begonnen haben. Hier haben wir zum Beispiel den armen kleinen Frosch. Die anderen haben wir alle noch nicht gefunden. Also wir sollen echt 25 Frösche sammeln. Hier gibt es noch so andere Sachen. Gartenarbeit. Wenn ihr nicht spoilen wollt, dann guckt ihr jetzt einfach nicht hin. Oder hört auch kurz nicht hin. Nee, Quatsch. Ich scroll einfach mal durch, sag nichts dazu. Dann ist die Überraschung umso größer.
Vielleicht könnt ihr es euch ja schon denken, wenn ihr die Sachen irgendwo unterwegs findet, wenn sie irgendwo vergraben sind oder ihr irgendwelche Kistchen findet, dass das vielleicht solche Sammelobjekte sein können. Gut, genug geguckt. Was machen wir denn jetzt? Ach, ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt einfach mal mit der Eva hier raus, beziehungsweise ich gehe jetzt mal an die Kommode, ändere mein Outfit. Und zwar nehme ich jetzt hier die Partyklamotten. Bisschen dichter ran. Na? Erstmal da an die Kommode ran. Klamotten raus. Juhu! Jetzt hat Eva nämlich hier ihre Partyklamotten an. Die sieht ja gleich nochmal von vorne, dann muss ich die jetzt nicht drehen. Ich gebe es ja zu, ich bin ein bisschen faul. Und jetzt reisen Eva und ich, oder Eva und wir, zur Bar. Jetzt muss ich mal warten, bis die Map da ist. Und dann geht's ab in die Bar. Und dann gucken wir mal, wer sich da so rumtreibt. Wir können ja vielleicht die anderen noch anrufen, ob sie da auch hinwollen. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Naja, vielleicht demnächst. Ich kann ja mal alleine in die Bar gehen, oder? Das da ist der Nachtclub. Ich wollte aber eher in die Bar. Hier, das Schlangennest. Klingt doch schon mal gefährlich. Ich hoffe mal, dass die Cocktails nicht so giftig sind, wie der Name der Bar verspricht. Jo. Warten auf den nächsten Bildschirm. Ich habe noch gar nicht mitgezählt, wie lange das dauert, aber ich habe gehört, das hätte früher noch länger gedauert mit dem Ladebildschirm. Okay, da unten stehen dann immer lustige Sachen, wie Lamas werden rasiert und so. Bits werden zusammengetrieben. Ja, von der einen Welt zur anderen dauert es doch irgendwie doch extrem länger. Das stimmt schon. Juhu, das Schlangennest. Wieder liegt einer auf dem Boden. Was macht der denn? Der macht da seine Gymnastik oder was? Ist ja lustig. Okay, junger Mann. Bisschen anlabern. Was ist das denn? Oh. Na, soll ich mich trauen und den umarmen? Ich weiß ja nicht, ob der das mitmacht. Ach, ich probiere es einfach. Da, mehr Auswahl. Romantik. Ey, hier gibt es keinen Umarmen. Dann halt nicht. Dann sind wir normal, freundlich. Auch gut. Tag verschönern. Was macht ihr denn da mit dem Mikrofon? Ach nee, das gehört zu mir. Ich habe Level 2 erreicht, beziehungsweise die Eva. Können wir hier ja mal gucken. Comedy Level 2. Cool. Hui, noch was. Charisma Level 2. Hey, hier hagelt es ja Levelaufstiege wie Bolle. Hey, wo rennen wir denn hin? Wie, ich guck mir gleich eine Romanze an. Huhu? Hallo, wo gehst du denn hin? Ist sie einfach ohne mich abgehauen? Wo guckt die sich jetzt ihre Romanze da an? Da im Fern oder was? Zeig. Da, Tatsache. Jetzt will die hier in der Bar ferngucken. Na, du bist mir ja ein Herzchen. Da ist Musik, das ist auch gut. Können wir schon mal ein bisschen tanzen, in Stimmung kommen hier. Naja, der Tanzstil ist etwas gewöhnungsbedürftig. Da ist der Lukas, mit dem haben wir ja schon gelabert. Mit dem können wir jetzt auch noch ein bisschen erzählen. Vielleicht ein paar Witzchen erzählen. Da sind wir ja sehr gut drin. Da, Multikulti. Labern und tanzen. Das finde ich doch gut. Ich hoffe, der ist kein Ingenieur, dann erzähle ich jetzt einen Witz über Ingenieure. Werde ich ja sehen. Was ist denn da hinten los? Geknutsche in der Bar. Ich bin geschockt. Okay, sie guckt wieder Film. Und meine Eva will auch Film gucken.
Naja, nachdem der Typ mit der eben geknutscht hat, will ich mit dem lieber nicht labern. Wo ist denn hier die Bar? Ich glaube, ich brauche mal ein Getränk. Hier. Ach, das ist der Barkeeper. Ist ja witzig. Der macht da erst Liegestütze. Naja, vielleicht damit er die Bierfässer gleich besser stemmen kann. Oh, ich kann schon einen Klopf-Klopf-Witz. Dann mache ich den doch. Ich kenne die doch bestimmt auch, diese Klopf-Klopf-Wer-ist-da-Witze. Und da bin ich wohl jetzt schon etwas fortgeschritten, dass ich so einen Klopf-Klopf... Da! Da war er. Hat die einfach da drauf geklopft beim Witze machen. Was kann ich jetzt von dem Barkeeper noch so wollen? Kann ich einen Drink bestellen? Mehr Auswahl? Oder erstmal mit dem labern? Aber ich kenne den doch schon. Ah, egal. Zack. Bisschen Smalltalk halten. Wie sieht's denn hier aus? Gute Umgebung, das heißt, mein Sim ist glücklich. Angenehmes Gespräch. Glücksgefühl. Cool. Jetzt hänge ich noch ein bisschen an der Bar rum und check mal die Lage ab.